Freunde des Ballsports. Der FC Bayern München ist wohl bereit, richtig tief in die Tasche zu greifen, um einen neuen Stürmer zu verpflichten. Die Rede ist mal wieder von Harry Kane. Man ist wohl vom 29-jährigen Engländer sehr überzeugt, hat auch gestern wieder eine gute Leistung in der Champions League gebracht und er ist absoluter Wunschkandidat in München. Der FC Bayern München soll jetzt wohl beschlossen haben, ihn im Sommer 2023 mit allen Mitteln zu verpflichten. Und da ist man jetzt wohl auch bereit, ein richtig heftiges Angebot abzugeben, was aktuell schon vorbereitet wird und Gelder, sage ich mal, zusammengekratzt werden. Darum soll es heute in diesem Video gehen. Vorab wie immer die Info, lasst mir gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und damit zurück zum Thema. Man versucht jetzt quasi beim FC Bayern München dieses Thema Harry Kane so ein bisschen einzudämmen, aber die Gerüchte reißen nicht ab. Gestern habe ich euch ja bereits berichtet, er hat sich jetzt eben auch schon geäußert, hat sich da so ein bisschen bedeckt gehalten, aber Bayern natürlich auch irgendwo gelobt, ihn einen Top-Top-Club genannt und damit natürlich zu einem der besten Clubs, die es in Europa so gibt. Er fokussiert sich aktuell auf seine Aufgabe bei Tottenham Hotspur, aber was will er auch anderes sagen? Und jetzt hat eben die TZ berichtet, dass der FC Bayern München sehr viel Geld in die Hand nehmen will, um Harry Kane im Sommer 2023 an die Isar zu locken. Laut der Zeitung ist man wohl gewillt, mehr als 100 Millionen Euro für den 29-Jährigen zu bezahlen. Das würde ihn dann zum teuersten Spieler der Vereinsgeschichte machen. Aktuell ist das, meine ich, Lucas Hernandez mit 80 Millionen. Und da möchte man nochmal ein bisschen was draufpacken, um dann auf über 100 Millionen zu kommen. Man hört ja so immer so 100 bis 120, 130 Millionen, die man dafür Harry Kane haben möchte auf Seiten von Tottenham Hotspur. Voraussetzung, dass es zu so einem Transfer kommt, ist aber, dass der FC Bayern München und Harry Kane sich wirklich zu 100% einig sind. Und dass der FC Bayern München auch gar keine Zweifel an Harry Kane hat. Aber diese Zweifel, die sollen jetzt schon so langsam ausgemerzt sein. Konkrete Gespräche zwischen dem Club und dem Spieler gab es ja bisher offiziell zumindest noch nicht. Aber wenn die anstehen und man dann eben weiß, dass der FC Bayern München auch, wie dieses Blatt eben schreibt, zu 100% sich sicher ist, dass Harry Kane perfekt zu den Münchnern passt und er eben auch nach München will, dann sollte dem eigentlich nichts im Wege stehen. Ich bin sehr gespannt. Was meint ihr? Würden sich 100 plus Millionen lohnen oder meint ihr, nein, lieber mal so einen älteren Spieler holen, Edin Dzeko wird auch immer mal genannt. Die kann man auch schon im Winter günstig holen. Der soll ein bisschen vorne drin spielen, wenn man eben mit einem Spieler spielen, mit einem Stürmer spielen möchte, wenn man das System wieder auf das alte System umkrempeln möchte. Und dann kann man ein Mattes Tel langsam aufbauen. Dann spielt Mattes Tel mal die erste Halbzeit, dann spielt Mattes Tel mal die zweite Halbzeit, dann spielt mal Edin Dzeko ein ganzes Spiel, dann mal Mattes Tel ein ganzes Spiel. Dass man sich so ein bisschen hin und her bewegt, dass Mattes Tel wirklich auch genug Spielzeit bekommt. Denn eins ist klar, wenn Harry Kane nächstes Jahr an die Isar wechselt, dann wird Mattes Tel kein Land mehr sehen. Dann wird er auf jeden Fall jedes Spiel 90 Minuten spielen und das wird Mattes Tel so ein bisschen in seiner Entwicklung wahrscheinlich ausbremsen. Was meint ihr zu diesen Wechselgerüchten und zu diesem Angebot, was da vorbereitet werden soll? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.